Aus Sicherheitsgründen werden alle aus dem Bergwerk ein- und ausfahrenden Rettungskräfte registriert. Verletzte Personen werden den Sanitätsdiensten übergeben. Diese stehen bereits vor dem Bergwerk bereit. Etwas unterhalb des Bergwerks liegt das Betriebsgelände des ehemaligen Betonsteinwerks. Auf diesem haben die Sanitätsorganisationen mehrere Zelte zur Erstversorgung der verunfallten Bergwerksbesucher aufgebaut. Da liegt doch bei Jürgen Auto. Ja. Da hast du überprüft die. Hört sich mal so nett vor. Ja. Schwere verletzte Personen werden in ein Krankenhaus transportiert. Zwei Verletzte befinden sich noch auf der obersten Plattform in der großen Abbaukammer. Ihre Rettung übernimmt die Höhensicherung der Feuerwehren Schweich und Issel. Im Szenario der Übung ist der normale Zugang über den engen Stollen und die Wendeltreppe nicht mehr möglich. Ihr habt aber gut hingekriegt. Was? Die Rettung der Verletzten erfolgt mittels Abseilen direkt auf den Grund der großen Abbaukammer. Der Verletzte wird mit einem Seil von oben gesichert heruntergelassen. Gut hingekriegt, das ja. Der Verletzte wird in eine Schleifkropftrage gelegt, in diese festgegurtet und zum Ausgang des Bergwerks transportiert.